Der Kostendruck auf deutsche Krankenhäuser steigt. Defizitäre Patienten gefährden die Wirtschaftlichkeit unserer Krankenhäuser. Trotzdem, unsere Patienten haben stets Anspruch auf eine liebevolle und qualitätsmäßig gute Versorgung. Wie aber können wir Patientenprozesse effizienter gestalten? Das neue Schlagwort hierzu heißt Prozessmanagement. Prozessmanagement als eine Kombination aus Organisation und EV-technischer Begleitung. Schauen wir uns einmal einen Patientenprozess an. Ausgangspunkt der Betrachtung eines defizitären Patientenprozesses ist die INEC-Kalkulation. Der Vergleich auf Kostenstellenebene mit allen INEC kalkulierten Krankenhäusern zeigt, dass auf der Normalstation höhere Kosten entstehen, was auf eine lange Verweildauer hindeutet. Die Kosten des ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes und des medizinisch-technischen Dienstes sind überhöht. Die Operation des Patienten fand erst am sechsten Tag statt. Was war die Ursache? An der Diagnose kann es nicht gelegen haben. Die Diagnose Gallenstein wurde am ersten Tag getroffen. Trotzdem sehen wir, es fand erst am vierten Tag eine Verlegung von der inneren Medizin in die Chirurgie statt. Die Operation erfolgte, wie gesagt, am sechsten Tag. Verspätete Entscheidungsprozesse und verzögerte Operationstermine können wir uns nur bei medizinischer Indikation leisten. Ansonsten müssen wir einfach feststellen, die Patientenprozesse werden defizitär. Defizitäre Patientenprozesse müssen nicht sein. Eine vergleichbare Gallenoperation mit vorstationärer Untersuchung und Operationstermin am Aufnahmetag führt zu einem erfolgreichen Behandlungsprozess. Der Patient rechnet sich. Stellenkosten und Kostenartenkosten liegen deutlich unter denen vergleichbarer INEC kalkulierender Krankenhäuser. Der Patientenprozess kann chronologisch auf einer Seite mit allen Kosteneinflussdaten dargestellt werden. Im Prozessmanagement liegt die Zukunft bundesdeutscher Krankenhäuser. Davon ist zumindest das Kommunalunternehmen Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach überzeugt. Auf einer eigenen Homepage werden die Projekte vorgestellt. Insgesamt 5 Publikationen informieren ausführlich über die Vorgehensweise des Prozessmanagements. Vorträge beim Bundesdeutschen Krankenhaus-Controller-Tag 2010 sowie bei der KMS-Herbsttagung 2010 und 2011 belegen, es gibt ein großes Interesse an Prozessgestaltung in Krankenhäusern. Seminare beim Bayerischen Institut für Krankenhausorganisation und Deutschen Krankenhausinstitut können ebenfalls besucht werden. Möchten auch Sie effizientere Krankenhausprozesse gestalten? Dann besuchen Sie einfach unsere Homepage oder lesen Sie eine unserer Bücher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.